Herzlich willkommen zu einer neuen Profi-Jagd hier bei Phasmophobia bei Jerry Cordero im Leasdale Farmhouse. Dabei sollen wir heute ein Geisterfoto schießen, Zeuge eines Events werden und den Geist dazu bringen, eine Kerze auszupusten. Und wir haben schönes Wetter. Und mit dabei ist übrigens Reinhold Messner, den nehmen wir gleich mit. EMF und Taschenlampe natürlich. Sonst wird es etwas zu duster. So. Sicherungskasten ist leider ganz oben. Das ist mein Glück hier. Okay. So, rein hier. Hier ist es auf jeden Fall viel leiser. Noch. Gib mir ein Zeichen, bewege etwas, mach etwas. Wirf etwas. Licht hier schon mal an. Wir werfen erstmal die Sicherung rein, damit sich das hier aufheizt. So. Bewege etwas, mach etwas. Jerry Cordero. So, Reinhold. Dein erster Einsatz seit langem nochmal. Sagst dir vom Dachboden. 8,5, es wird immer kälter. Das scheint vielleicht nur eine Schwankung zu sein. 8,9. Jetzt wird es wärmer. Das ist schön. Wenn es hier oben wärmer wird, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen. So. Nämlich wenn er dort oben ist, haben wir lange Laufwege. Das wollen wir natürlich nicht. Bewege etwas, mach etwas. Hier mal messen. 10 Grad. 9,9. 9,4. 12. Alles in Ordnung. Ja. Ich denke nicht, dass er hier ist. Bewege etwas, mach etwas. Oh, diese Uhren überall, ne? 12,3. Ich glaube, hier sitzt die Wudepuppe, ne? Wenn wir die haben. So, und hier? Hier liegt ganz gerne der Knochen rum, aber dieses Mal nicht. 11, 12 Grad. Alles sauber soweit. Auch hier im Flur sieht es schon mal gut aus. Und auch hier gibt es recht angenehme Temperaturen. Ein paar schöne Fotos wieder. Gut. Ich glaube, dass er unten haust. Hier hätten wir auch ein Versteck. Dann lasse ich mir auch hier mal das Licht an. Ja, 10, 9, 11, 1. Sieht gut aus. Also, hier unten. Eingangsbereich. Ja. Alles gut. Hier wäre auch... Nein, hier ist kein Versteck. Es fliegt etwas. Ich glaube, das war in der Küche. Ich glaube, wir haben den Küchengeist. MF3. Und Reinhold, was sagst du? 7 Grad hier. 7,7. Essbereich ist wieder deutlich wärmer. So. Okay. Den lässt er aus. Wir wollen Strom sparen. So, die bleibt auch mal hier. Dann werden wir uns mal mit Kruzifixchen absichern. Nehmen auch schon mal ein Buch mit. Ich glaube, ein Kruzifix reicht erstmal. Sodass wir auch schon mal die Box ausprobieren können. Also, Kruzifix, Buch, Box. Sanity 98%, 97%, das geht. Können wir uns nicht beschweren. So, da sind wir wieder. Einmal ein Kruzifix, ein Büchlein. Vielleicht willst du ja was schreiben. So. Ah, ich dachte schon, das wäre der Knochen gewesen. Mal die Lichter aus. Bist du da?
Ist jemand hier? Immer 5. Was möchtest du? Wie alt bist du? Bist du da? Bist du hier? Was möchtest du? Ist jemand bei mir? Okay, eine Boxantwort kriegen wir bis hierhin noch nicht. 2,2 Grad. EMF lasse ich hier. So. Dann hole ich jetzt mal Salz, UV und eine Fotokamera. Vielleicht kriegen wir Ultraviolettspuren. Die Boxantwort bzw. den Boxbeweis will ich noch nicht durchstreichen, da das ja die Box auf Stufe 2 ist und auch da kann man manchmal etwas länger warten. So, das. 92%. Aber wir haben schon den ersten Beweis und zwar in EMF Level 5. Immerhin. So. So, also einmal Salz, zweimal Salz. Hier sind nur 2 Ladungen drin. Das ist sehr schön. Ultraviolett sehen wir aber nicht. Jetzt hoffe ich, dass er nochmal durch Salz läuft. Beziehungsweise, was heißt nochmal, ne? Das war nur ein Schritt. Laufe durch Salz. Er ist auf jeden Fall hier und das Gespenst ist raus. Ein Gespenst würde nicht durch Salz laufen. 1,6 Grad. Gibt es noch die Gefriertemperatur? Springt wieder auf 4 Grad. Schmutziges Wasser. So, zweimal. Einmal als Interaktion. Und einmal als schmutziges Wasser halt. So. Bewege eine Tür. Ja. Und jetzt können wir sagen, dass wir keine Ultraviolettspuren kriegen werden. Da wir auf Profi spielen, können wir das auch durchstreichen. Schreib ins Buch. Buch noch unbeschriftet. Ah, wo ist er? Ich habe ihn leider nicht gesehen und ich wollte nicht drauf los fotografieren. Phantom aber ohnehin raus, das heißt ein Phantomtest können wir uns so sparen. Oh, nochmal kurz messen. Dann gehe ich nochmal raus. Okay. Nach einer Gefriertemperatur sieht es Stand jetzt auch nicht aus. Springt immer wieder von 1, noch was auf 3 Grad. Sanity. Uni ist ja auch noch drin. Der könnte uns ja bei einem Event 20% Sanity abziehen. Hat er aber nicht. Okay. Gut. Dann geht es weiter. Wir sollen ja noch eine Kerze auspusten lassen. Ein Geisterfoto schießen. Ja, das hätte man natürlich jetzt gut machen können. Aber naja. Und wir können mal gucken, ob wir vielleicht einen Orb sehen. Nochmal Salz. So. Ich glaube, er hat die Sicherung rausgemacht. Leider. Gut. Dann können wir gleich mit der Orb-Kontrolle fortsetzen. Orb ist da. Jawohl. Hörbchen. So. Dann nochmal ein paar Salzspuren. Da haben wir nochmal einen 5er Ausschlag. Also, der Orb zählt auf jeden Fall. Der Mimic ist raus und es kann so nur noch der Raiju sein. Alles klar, dann haben wir den Geist. Geisterfoto und Kerze ausboosten lassen. Puste eine Kerze aus. So, eine Salzspur haben wir. Und die noch nicht. So, dann können wir jetzt auch Sanity verlieren. Vielleicht zeigt er sich so auch nochmal eher, wenn die Sicherung raus ist, beziehungsweise wenn es hier dunkel ist. Dann können wir schön ein Geisterfoto schießen. Das hoffe ich zumindest.
Laufe durch Salz, puste die Kerze aus. Das heißt, wir dürfen jetzt noch 4 Fotos schießen. Einen Platz brauchen wir auf jeden Fall für das Geisterfoto. Knochen. Gucken wir auch mal flott nach. Liegt er vielleicht hier irgendwo? Ah, die Knochensuche. Aber wir sind zum Glück nicht im Grafton Farmhouse wie Halloween. So, hier wurde wieder das rumgeworfen. Und die Kerze ausgepustet. Schön. So, er will also jagen. So, hier ist er noch nicht durchgelaufen. Dann sollten wir uns jetzt auf jeden Fall mal Räucherwerk holen. Ein Versteck hätten wir oben. Ich werde aber, glaube ich, nicht versuchen, den Geist während der Jagd zu fotografieren. Obwohl, zwangsweise bräuchten wir ihn ja nicht zu räuchern, ne? Oder wir probieren das einfach mit dem Foto während der Jagd. Aber er ist schnell, ne? Wenn wir die Taschenlampe anhaben, ist er ein Raiju. Okay, dann nehme ich einfach mal die Dröhnung und hoffe, dass er mir nochmal ein Event reindrückt. In der Zwischenzeit werden wir den Knochen suchen und hoffen, dass er uns noch ein Event gibt. Ja. Stimmt, während der Jagd mussten wir ja gar nicht entkommen. Dann hauen wir jetzt nochmal die Sicherung rein. Suchen den Knochen. Machen die restlichen Bilder, die wir jetzt noch machen können. Und ja, hoffen, dass es sich dann irgendwann zeigt. Im Rahmen eines Events am besten. Und das... Ah, wir haben den Beschwörungskreis. Schön. Das ist super. Warum? Werde ich euch jetzt zeigen. Wenn wir den Knochen gefunden haben. Aber wohlgemerkt... Knochen. Ein Raiju kann, wenn wir Elektronik benutzen, das machen wir die ganze Zeit, schon ab 65% Sanity jagen. Benutzen wir gerade keine Elektronik, kann er ab 50% jagen. So wie die meisten Geister halt. Knochen sehe ich hier noch nicht. Vielleicht dann auch irgendwo unten. So. Dort hinten waren wir auch noch nicht drin. Zumindest nicht für die Knochensuche. Okay, hier ist alles sauber. Ja. Ist der Knochen hier? Wo versteckt er sich? Wohnzimmer könnten wir uns auch noch mal genauer ansehen. Auch die Werkstatt, ne? Da waren wir auch noch nicht. Ja, er spielt Klavier. Vielleicht hat er den Raum gewechselt oder es glitscht so ein bisschen dadurch. Zwischen den Räumen. So, Licht mal anmachen. Okay, hier waren wir auch schon mal drin. Kein Knochen hier. Muss dich noch mal ganz kurz stören. Aber nur kurz. Aha. Hier haben wir doch was. So, einmal ein Foto, einmal einsammeln. Und jetzt können wir nämlich mit dem Beschwörungskreis ein Geister-Event provozieren. Und zwar werden wir den Beschwörungskreis komplett anzünden. Dadurch gibt er erst ein Event und während des Events können wir ihn schön fotografieren. So, also. Zack, 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 zack. So, Licht aus, damit er nicht so schnell ist. So, jetzt achtet mal.
auf die Schrittgeschwindigkeit. Standard. Und jetzt mache ich die Taschenlampe an. Ganz schön schnell. Das ist noch die Line-of-Sight-Geschwindigkeit, die er hat. Die er noch ein Weilchen beibehält. Geisterfoto ist gut geworden. Alle Nebenaufgaben. Die restlichen Fotos sind auch gut. Und wenn die Lichter ausgehen, ist auch die Jagd vorbei. Ja, und das war's. Knochen noch gefunden. Es ist ja eigentlich alles optimal gelaufen. Nicht wie zuletzt auf Albtraum, nein, auf Wahnsinn war es hier. Das war ja auch so eine kleine Chaosrunde mit dem Jural. Dieses Mal lief wieder alles glatt, glücklicherweise. So. Gut. Raiju, dann können wir losfahren. Jerry Cordero. Pardon? Schauen wir mal, wie viel wir verdient haben. Perfekte Jagd. $1,435 und wir haben das Kruzifix auf Stufe 2 freigeschaltet. Ja, ihr Lieben, das war's mal wieder mit der Folge. Ich hoffe, dass ihr Spaß hattet und dass ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Hinterlasst auch gerne Feedback oder einen Daumen hoch, da würde ich mich sehr freuen. Oder falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das natürlich auch gerne machen, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Also ihr Lieben, ich wünsche euch was, bleibt mir gewogen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.